So Leute, das ist Teil 2 des großen Tesla Taycan-Tauschs. Ich habe meinen Weekender gepackt. Für mich geht es jetzt auf einen Roadtrip mit dem Tesla und mal gucken, was da für Unterschiede im Gegensatz zum Taycan kommen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's jetzt sofort los. So. Ab geht's jetzt auf den Roadtrip, wobei das kein Roadtrip ist wahrscheinlich. Es sind eine 3 Stunden 30 fahren und wahrscheinlich schafft der Akku im Tesla das sofort in einem Rutsch, ohne dass ich laden muss. Ja, was ich euch aber zeigen möchte ist, wir müssen über den Kofferraum eines Model S natürlich nicht diskutieren. Der ist groß, aber jetzt passt mal auf, jetzt gehe ich hier hinten, hinter das Auto. Stell mich hier einfach nur hin. Ich habe nichts gemacht. Seht ihr das? Das ist so geil. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie geht denn das mit dem Kofferraum? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Das hat Tesla jetzt bei dem neuesten Update gemacht. Sobald ihr mit dem Handy gekoppelt seid, das bin ich ja, und dann hinten an den Kofferraumrand trittet und ein bisschen stehen bleiben, piept er 5-mal in Summe. Jetzt hat er eben nur 2-mal gepiept oder so, aber normal 5-mal. Und wenn du innerhalb der 5 Male dich nicht bewegst mit dem Handy, also nicht wegdrehst oder so weiter, geht der Kofferraum auf. Doppel-Leerzeile gerade gedrückt und das ist bei Apple, dann macht der einen Punkt. 17G in Felbert. Adresse nicht gefunden. Oh, keine Internetverbindung, okay. Ja, also ich sehe zwar hier die Karte. Okay, ich wollte gesagt, ich sehe gerade die Karte, aber ihr seht, ich sehe die Karte nicht. Also ich habe jetzt mal rausgesucht. Also, ja, das stimmt, da bin ich. Aber dann dachte ich, okay, zoomst du mal eben raus, um euch zu zeigen, dass die Karte, ich habe keine Karte. Also, ay caramba. Ich habe das Auto ja hier unten in der Tiefgarage stehen und das ist schon ein schwarzes Loch, das muss man ganz klar sagen. Also du hast hier unten wirklich keinen Empfang und ich merke das ja auch immer mit meinem Porsche. Der ist halt nicht erreichbar, wenn er unten ist. Ne? Also wäre mal schön, wenn man hier irgendwo mal vielleicht dafür sorgen würde, dass man Internet hätte. Hätte, würde und so weiter, ihr merkt das schon. Aber ich kann hier gerade gar nichts machen. Also der hat keine Offline-Karten, das will ich eigentlich jetzt sagen. Und per se ja kein Problem, weil das wird dann gleich draußen gehen, aber irgendwie auch doch. Weil wer in Deutschland das Handynetz kennt, der weiß, Offline-Karten machen da manchmal schon Sinn. Na gut. So, neues Spiel, neues Glück. Und da ist es. Tja, auch Tesla hat ein Internetproblem manchmal. Ne? Und ohne Internet geht hier gar nichts. Er hat keine Offline-Navigation. Das heißt, offline könnt ihr dann gar nichts machen. Und wenn ihr in so einem Bunker sitzt, wie ich dann, dann kannst du dementsprechend auch nicht gucken. Oh, das wird echt eine Punktlandung. 18 Uhr soll ich da sein. Und dann kannst du halt im Internet kannst du auch nicht vorher mal in die Router ins Auto schicken, weil du hast ja keinen Empfang. Was ich auch kritisch sehe, und das kommt nochmal zum Erschweren dazu, Tesla, der braucht ja quasi zwingend seine Konnektivität auch für Updates hier sämtlich zieht, ständig zieht. Und wenn du dann in so einem Kohlebunker dein Auto stehen hast, dann zieht er gar keine Updates. Wie willst du denn das machen, wenn du so ein Mensch wie ich bist, der gefühlt nur alle 10 Jahre einmal Auto fährt? Es ist echt wenig geworden. Ist übertrieben jetzt, aber ich fahre vielleicht 2-3 Mal in der Woche Auto. Und der sonst halt keine Internetverbindung hat. Das ist schon scheiße. Aber gut, Route habe ich, muss nicht laden und komme dort mit 11% an. Alles schick. So, alles entspannt. Fällt gerade auf, dass die Stühle halt weich sind, aber das habe ich euch vorhin schon gesagt. Nee, was ich eigentlich sagen will, ist, die Schildererkennung funktioniert eigentlich recht gut. Also jetzt nicht schlecht oder nicht besser als im Porsche, würde ich sagen. Aber
Ich habe noch nicht entdeckt, ob er irgendwie eine Geschwindigkeitsanpassung hat. Das heißt, wenn ich jetzt freigegeben bin, und jetzt ist jetzt freigegeben, der bleibt bei 110. Hier war ihm 100 erlaubt, dann schalte ich den auf 110 halt. Das heißt, ich müsste ihn jetzt händisch auf 130 machen. Das macht der nicht automatisch. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt an mir liegt oder ob es am Auto liegt. Das werde ich nochmal rausfinden. Wie gesagt, das ist jetzt die erste große Strecke. Ich nehme meine Learnings mit. Und wenn es zurückgeht, dann gucke ich halt dementsprechend, ob ich da vielleicht irgendwo was finde in dem Menü, was das ändert. So Leute, ich bin von der Autobahn runtergelotst worden, weil irgendwie Stau und so weiter. Und jetzt wollen wir mal eben gucken. Umgebungsstraße und da kommt gleich ein Kreisverkehr. Jetzt zeige ich euch nochmal das Thema Kreisverkehr mit dem Tesla, mit jemandem, der das Auto halt noch nicht ein halbes Jahr fährt. So Leute, Kreisverkehr mit einem Tesla Model S und jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir gerne. So, also rein wird nicht geblinkt, aber Vorrang gelassen. So, dann fährst du rein, so. Fährst hier rum. So, zack. Jetzt rechts abbiegen, um auf Haltbecker Straße zu bleiben. Jetzt muss ich. Ich hoffe, ich habe falsch geblinkt. Oh Mann! Leute, wirklich. Ich guck dann nochmal eben drauf und das ist so ätzend. Ich fahre rein, ganz normal. Vorfahrt, nix. So, fahr. Rechts gefahren, links gefahren. So, und jetzt muss ich nach da blinken. Habe ich richtig geblinkt? Ich habe schon wieder falsch geblinkt. Ich blinke immer falsch. Ich schaffe es nicht. Ich bin zu doof dafür. Mann, ey, wirklich, ich krieg es nicht hin, wirklich jetzt. Jens hat gesagt, dann musst du halt unten rechts blinken, auch wenn der dann nicht nach rechts zeigt, sondern nach links zeigt. Aber in dem Moment, wo ich dann schon wieder gucken muss, muss ich gleichzeitig auch schon wieder abbiegen und entweder schaffe ich es dann gar nicht zu drücken oder ich drücke irgendwie falsch. Alter, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht geschissen, ehrlich nicht. Und ich glaube auch, klar, wenn man das Auto länger fährt, dann ist man dann irgendwo da drin. Aber sorry. Ich fahre den jetzt den zweiten Tag und nee. Also ich glaube, alle anderen Autofahrer denken nur, wie bescheuert ist der denn? Die wissen gar nicht, dass ich hier kämpfe. Sodele, dann sind wir jetzt mal eben genau in dem Modus, in dem ich jetzt gleich sein will. Nämlich Autobahn und dann probieren wir mal Full Self-Driving. Ja, genau das hat er nämlich. Jens hat hier einfach einmal alles bestellt und dementsprechend hat er auch Full Self-Driving und das probieren wir aus. Also, Autobahn ist recht voll. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, Full Self-Driving ist jetzt aktiviert. Das erkennt man dann daran, dass er in der Mitte nicht mehr rechts, links die Fahrspur hat da, sondern einen in der Mitte. Das heißt, jetzt macht das Auto eigentlich alles und ich lasse mich jetzt überraschen. Mal gucken. Augen auf den Straßenverkehr gilt auch bei Full Self Driving und ja. So langsam komme ich auch drauf, warum Tesla immer auf der rechten Spur fahren. Das Auto, das zeigt dir quasi ständig an, dass rechts als Platz ist und du dann nach rechts rüberfahren könntest, weil wir haben ja Rechtsfahrgebot, ist auch alles richtig. Sieht natürlich nicht, dass, was ich sehe, dass da hinten schon irgendwelche LKWs kommen. Macht den Spurwechsel dann automatisch, sobald ich blinke. Und ja, dann fährst du hinten auf den LKW auf und dann schlägt er nicht vor sofort, den können wir eigentlich auch überholen. Dann muss ich ein bisschen mehr am Lenkrad ziehen und der Autopilot bricht erstmal ab. Also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Also der wechselt schon automatisch die Spuren. Er schlägt auch vor, dass man ein Auto vor ihm ja überholen könnte. Das macht er schon. Aber in dem Moment, wo ich dann auf die rechte Spur fahre und dann ein LKW kommt, der 90 fährt und ich fahre mit 130 oder 140, ist es halt dann etwas zeitkritisch
und er schlägt so schnell nicht vor, dass man ja überholen könnte. Wenn ich jetzt so normal unterwegs bin, ist eine dreispurige Autobahn hier, fahre auf der mittleren Spur und wenn jetzt vor mir einer wäre, dann würde er durchaus rechtzeitig vorschlagen, du, wir können auch ganz links mal eben den überholen. Das macht er dann schon. Also von daher ist schon okay, so wie es ist. Ne? Also der übernimmt schon sehr viel. Man muss ein bisschen feines Händchen haben, also blinken und dann ein bisschen ihm so ein bisschen stupsen. Wenn man es zu doll macht, dann bricht er ab und dann muss er manuell lenken. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran. So. Ist bei mir jedenfalls so. So, Kenners, auch das ist Tesla. Ich habe es übertrieben. Und jetzt hat er die Route so geführt. Für mich geht's jetzt zur Polizei. Muss ich seinen Führerschein abgeben oder was passiert da jetzt? So Leute, eine Sache, die geht mir richtig auf den Keks. Der ganze Tempomat-Geschichte hier und so weiter geht nämlich nur bis 150. Ich fahre jetzt 130. Ja. Und jetzt mache ich das mal mit euch, dass ich mal auf 150 beschleunige. Ne, jetzt zeige ich euch, was da passiert. Hier ist richtig Alarm drin. Ich habe das Lenkrad fest in der Hand. Wirklich, ich hab's fest in der Hand. Aber der macht einen Alarm. Alter Schwede. Also ja, vielleicht muss man es dann vorher deaktivieren, aber ich hab das zum Beispiel mal. Da fährst du mit 130. Bis auf der Überholspur. Dann kommt von hinten einer angebildet mit 170, 180. Dann bin ich so ein Mensch und sage, okay, den muss jetzt nicht ärgern. Kannst auch eben ein bisschen schneller fahren. Beschleunigst bei ihm auf 150, 160. Und dann geht hier die Parade los und stresst dich. Alter, entspann dich mal, Tesla. Mann, Mann, Mann. So, dieser kleine Rant musste mal eben sein. Brille ab, ihr wisst das. Ich bin da. Und ich kann mir jetzt immer meinen Trip angucken jetzt hier. Nee, alles. Der nimmt das raus. Das heißt, wenn ich jetzt... ich bin jetzt hier am Ziel. Ja, seht ihr so, am Ziel. Achso, Entschuldigung. Ich wollte das da wegschieben. Ja, also es ist 17.44 Uhr. Er hatte 18.01 Uhr angezeigt. Und ja, ich habe mehr verbraucht, 15,5 mehr als der geschätzte Fahrzeugverbrauch. Aber ich bin anstatt mit 10%, bin ich mit 21% angekommen. Und dementsprechend habe ich dann noch genug drin, um morgen auch nochmal loszufahren zum Supercharger etc. Und ja, so, also das ist der erste Trip und ja, morgen erzähle ich dann mehr dazu. Also quasi für euch jetzt. So, unterwegs wieder, bin auf dem Rückweg und jetzt muss ich erstmal an den Supercharger fahren. Und da hat er mir gesagt, fahr mal nach Wuppertal. Und lädt. Ja, jetzt gucken wir mal, wie schnell der lädt. Das interessiert mich jetzt ja mal. 190 kW, sauber. Ja, so sieht man es besser. Spiegelt sich so. 219, 226, 230, 205, Alter, 240 kW? 244? 250 kW. Ha. Ja, aber er sagt 20 Minuten, das heißt, hier geht noch ein bisschen was rein. Ich bin mal gespannt, was er dann geladen hat in 20 Minuten. Ihr wisst vielleicht noch von meinem Porsche, von der letzten Porsche-Fahrt, das waren 49 Kilowattstunden in 12 Minuten. Jetzt mal gucken. So, ich habe jetzt genau 49 Kilowattstunden geladen. Das ist das, was ich auch mit dem Porsche hatte. Mal ihm schnell zeigen, bevor es umspringt oder so. Er zieht noch mit 96 kW, 95 kW. Und nach 3 Minuten Restzeit. Also wenn er jetzt mit der Zeit das hingehauen hat, jetzt auch die 20 Minuten, dann hat er 17 Minuten für diese 49 Kilowattstunden gebraucht. Das hat der Porsche in 12 Minuten geschafft. Sind also 5 Minuten Unterschied. Damit ja, ist ja einfach zu rechnen von 17 ist ein Drittel langsamer, also 30% langsamer als der Porsche.
trotzdem ist das jetzt nicht wirklich lang. Ne? Also das braucht noch 2 Minuten, dann sagt er gleich Route weiter und boah. Dann machen wir das, ne? So, Auto ist fertig, alle Hinweise kamen per App auf dem Screen und so weiter. Ich belege den Supercharger nicht mehr, sonst gibt's Belegungsgebühren, wollen wir alle nicht. Insofern fahren wir jetzt weiter, ab geht's nach Bremen. Jetzt sagt er zwischendurch, Ankunftszeit ist 21.14 Uhr und nehmen wir 21.28 Uhr, finde ich gut. In diesem Sinne, auf wie geht's und mal sehen, wie ich durchkomme. Ich fahre jetzt eigentlich nur noch eine Autobahn, die 1, außer er lutscht mich runter wegen irgendwelchen Staus und komme dann fast direkt zu Hause an. Bisschen A27 noch und dann war's das. Ich melde mich von zwischendurch. So, meine lieben Tesla-Fahrer, wir müssen mal über ein Thema reden und da habe ich jetzt wirklich extra den Jens gefragt, ob ich zu blöd bin oder ob es nicht ob ich das nicht finde oder dass ich, aber er hat es bestätigt und ich habe es schon erwähnt. Er reduziert auf der Autobahn nicht das Tempolimit, wenn er entdeckt, dass du er zeigt mir an, 110, also 100, dann fahre ich ja 110, aber er reduziert nicht selbstständig das Tempo. Er zeigt es mir schon an und das Auto könnte es auch, weil auf anderen Straßen macht das. Auf der Autobahn macht er es nicht. Der Porsche, der ID.3, kein Problem. So, jetzt Wechsel auf 130, er bleibt bei 110. Ja, jetzt muss ich wieder hochgehen auf 130 mit dem Scrollrad und dann ist alles schick. Warum, Tesla? Also das kann mir jetzt auch keiner irgendwie erklären, warum das so ist. Macht auch irgendwie keinen Sinn. Weil wie gesagt, andere Hersteller können es. Also da glaube ich jetzt nicht, dass Tesla irgendein Verbot bekommen hat oder so. Wenn ihr darauf eine Antwort habt, warum das auf der Landstraße geht und auf der Autobahn nicht, gerne. Feel free. Versucht's. So, meine Lieben. Ich soll jetzt hier gleich von der Autobahn runter. An der Ausfahrt B236 soll diesen großen Umweg fahren, obwohl es hier geradeaus geht, und dann weiter auf die A1. Wenn ihr mal hier reinscrollt, da ist nichts. Ne? Da ist nichts. Da ist keine Störung oder so. Also, nee, ich bleib jetzt einfach mal auf der A1 drauf. Ich guck mal, was passiert. Also normalerweise vertraue ich dem System ja blind und sage, okay, im Zweifel weiß er das besser als ich. Aber nee, ich bleibe jetzt mal drauf. Bin selber schuld dann, wenn ich dementsprechend im Stau stehe. Ich werde berichten. Ja, ja, selber schuld. Selber schuld. Selber schuld. Wenn ich jetzt nicht mehr einkaufen kann und morgen verhungern muss, bin ich selber schuld. Jetzt sagt er nämlich 21.53 Uhr, weil ich diesen scheiß Stau stecke. Oh, vertraue dem Tesla-Navi. Aber ich hatte mich so aufgeregt, dass ich beim Reinzoomen nichts gesehen habe, dass hier was rot ist. Und dass ich gesagt habe, okay, riskier es. Tja, schade. Hätte klappen können. So, wo ich hier gerade so ein bisschen schon das Ganze angucke. Ja, Sitze zu weich hatte ich schon. Und Gurt ist tatsächlich nicht höhenverstellbar. Also das finde ich auch selten bei einem Auto in dieser Preisklasse, dass du den Sitz, den Gurt nicht höhenverstellen kannst, sondern alles über den Sitz machst. Ja, machen viele Hersteller auch. BMW zum Beispiel hat es auch eine lange Zeit gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es BMW wieder zurückgenommen hat, aber definitiv haben sie es auch gemacht. Und ja, ich finde es halt doof, weil man sich das nicht so einstellen kann, wie man möchte. Und ich merke, er ist ein bisschen zu hoch. Also ich müsste den Sitz einfach höher stellen, aber dann sitze ich hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein, habe ich auch keinen Bock zu. So sitze ich eigentlich ganz gemütlich. Ich habe den Sitz in der Höhe jetzt auch nicht verstellt. Also der Sitz ist so, wie der von Jens eingestellt ist. Bin ein bisschen näher ran, einfach auch von der Position her. Ja, aber ja. Oh, übrigens, jetzt bremst er gerade wieder ab. Er bremst wieder ab, so. Geht runter von 109. Deswegen, guck das mal an. So, jetzt fährt er hier neben dem Wohnwagen lang. Seht ihr das? Oh, ich hab's mal drauf gehabt. Und jetzt fährt er langsam dran vorbei. Mit 102. Und beschleunigt jetzt langsam wieder hoch auf 120. Also sehr, sehr smooth, ne? Und ist jetzt wieder bei 130. So. Ich bin ganz normal, also im Full Self Driving drinne,
Ah, herrlich, dass ich das jetzt mal drauf habe. Ja, eigentlich wollte ich darüber reden, wie sparsam der ist. Und jetzt habe ich tatsächlich mal dieses Schisserige des Tesla Model S, also nennt es wie ihr wollt, aber habe ich endlich mal drauf bekommen. Es ist nicht mehr das, was man unter Phantombremsungen kennt, aber ihr habt gesehen, der ist von 130 runter auf 90 quasi neben dem Auto mit dem Wohnwagen hergefahren und hat ihn ganz langsam überholt, obwohl es noch eine linke Spur hier gibt. Und Leute, für sowas brauche ich nicht so viel Geld auszugeben, um diese Option zu haben. Das kann der Porsche besser. So, ich bin zu Hause. So, kommt wieder dieses Einparken, wo ich sage, hey, da ist der Tesla echt ruhig. So, zack. Ein bisschen. Man muss das hier ein bisschen sich hindrehen. So, dann dreht man hier einmal nach. Da habt ihr übrigens die andere Anzeige, ne? Aber das sieht jetzt hier. Ich gucke jetzt gerade da drauf so ein bisschen und in die Außenspiegel. Und ich mochte das ja mit Model X, als man da so eine Zentimeteranzeige hatte, ne? Und jetzt habe ich beim letzten Mal gelernt, wenn da die Linie ist, dann ist das Auto dort auch zu Ende, ne? Also wenn ich jetzt so mache, so perfekt. So, tippen wir auf P. Und gucken wir uns mal eben den kann ich schon aufmachen. Gucken wir uns mal eben den Trip an. Ihr seht das. Also, ich war eben noch mal kurz einkaufen. 265 Kilometer. Hab 50 Kilowattstunden verbraucht. 18,7. Alter Schwede! 18,7? Das habe ich bei meinem Taycan noch nie im Leben gesehen. Ich bin jetzt hier angekommen und habe noch eine Restreichweite von 117 Kilometer. Ne? Oder hat aber eben Anzeigen auf Displays. Also ich komme nochmal an mit 18%. 18%. Leute, Alter. Also übrigens 22.03 Uhr inklusive Einkaufen. Weil ich ja gesagt habe, oh, das wird eng. Aber, ich wollte nochmal auf die Trips drauf. Scheißen Dreck ist das Ding effizient, Alter. Wow. Chapeau. Also, die Karte geht auch an dich, Jens. Oder an dein Tesla. So. Kleines Fazit zum Roadtrip mit dem Model S. Kommen wir erstmal zu den positiven Dingen. Also, wer jetzt noch irgendwie sagt, dass so ein Elektroauto zu wenig Reichweite hat, der hat für mich den Schuss nicht gehört, weil ich bin losgefahren mit ungefähr 81%, bin dann 300 Kilometer nach Velbert gefahren, von Velbert nochmal irgendwie, was waren das, nochmal ein paar, knapp 40 Kilometer weiter nach Wermelskirchen und am nächsten Tag inklusive Nacht und des Wächtermodus hatte ich noch 35 Kilometer drinne. Reicht. Locker, locker, wirklich. Der hat einen Verbrauch gehabt auf der Hinfahrt. Der lag noch ein bisschen höher als eben diese 18,7. Ich war zu dumm, das anzeigen zu lassen. Am nächsten Tag habe ich es gemacht und als ich dann geladen habe, war es gelöscht, weil ich Jens seine Trip-Daten nicht löschen wollte. Aber ja, Anfängerfehler. Auf jeden Fall waren es irgendwie, ich glaube, 19, irgendwas oder so. Also 19,7, 19,8. Ein bisschen mehr als jetzt diese 18,7. Also, er ist auch noch extrem sparsam. Wirklich, richtig geil. Also Mods-Reichweite, gute Verbrauchsdaten, entspanntes Fahren. Wie gesagt, der Sitz ist mir persönlich ein bisschen zu weich, hatte leichte Rückenbeschwerden dann, aber mag auch dem geschuldet sein, dass ich eben die harten Sportsitze vom Taycan gewohnt bin. Soll aber jetzt, ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Ich bin jetzt ja auch mit meinen knapp unter 75 Kilo und 1,75 nicht einer, der in einen amerikanischen Autositz passen muss. Die Sitze sind für andere Menschen gebaut. Das muss auch mal bewusst sein und dementsprechend ist das jetzt hier so.
Ich glaube, so einen 120 Kilo Menschen in den Porsche zu quetschen, das kann auch schon sportlich werden. Was ist mir sonst so aufgefallen? Er ist recht, also von den Geräuschen bei der Autobahn ist er etwas lauter als der Porsche, definitiv bei 130 ungefähr das, was ein Porsche bei 180, 190 laut ist. Er läuft den Spuren definitiv nicht so hinterher wie der Porsche, also das war entspannter tatsächlich, aber es ist ein kleiner Schisser. Also, ich sag's jetzt wieder und ich weiß, es heißt nicht Full Self Driving, aber ich habe die ganze Zeit von Full Self Driving geredet. Insofern möchte ich das hier nochmal eben erwähnen. Ja, ich weiß, das heißt anders, aber ich habe den Namen vergessen und ich habe ihn jetzt bestimmt 12 Mal unten eingeblendet. Ist mir jetzt egal. Ich bleibe jetzt bei Full Self Driving. Mir ist es das Geld nicht wert. Also, für mich ein paar Kriterien. Das eine ist, das System funktioniert natürlich nur bis 140 km ungefähr. Ich habe da dann beschleunigt und ab 150 hat er mich angeschrien und meine Familie verflucht. Das fand ich ein bisschen komisch, habe es im Video auch erklärt. Und ja, in Autobahnen oder wenn LKWs auf der Mittelspur waren und nicht auf der linken Spur waren, dann war er mir da ein wenig zu ängstlich. Also der Porsche, dem wäre das scheißegal gewesen. Der sagt, dort, da ziehen wir vorbei. Ist mir doch egal, ob es da rechts und links nur noch 10 Zentimeter sind. Ja, ist wie es ist. Also das Thema. Aktiver Spurwechsel, wenn du den Blinker setzt, dass das besser gehen kann, das weiß BMW. Da könnt ihr auch beim Jens hier in den Videos gucken. Da guckst du nur in den Außenspiegel und er setzt zum Überholen an, ne, nach dem Motto, ja, ich gucke, alles klar, Blinker und der blinkt für dich und macht den Überholvorgang. Mega, so ein System ist richtig gut. Da ist BMW definitiv dem voraus, was Tesla kann. Moment, bevor ihr jetzt meckert. Ja, mir ist bewusst, dass sie in Europa durchaus eingeschränkt werden durch die Regulatorik hier. Aber BMW zeigt, was möglich ist, dass wir in den USA da noch viel weiter sind und dass dort Tesla noch viel mehr darf und auch tut. Das ist natürlich hier jedem bewusst, auf jeden Fall. Aber ich rede von dem, was er hier in Deutschland kann und da bezahlt ihr halt auch jede Menge Geld für diese Option des Full Self-Drivings, die dann aber den Gegenwert einfach nicht wert sind in meinen Augen und für mich einfach nur so ein bisschen eine Fangeschichte sind für die, die vielleicht auch Tesla unterstützen wollen und dran glauben, dass irgendwann mehr in Europa erlaubt ist. In wie vielen Jahren, das sei dahingestellt. So, hat mir der Tesla jetzt auf der Langstrecke gefallen? Ja, Sitze ist etwas zu weich, habe ich ja erwähnt, aber sonst sehr angenehmes Fahren. Manchmal fehlt mir so ein kleiner Blindspot im Spiegel oder so, der mir dann zeigt, okay, da ist jemand neben dir, das macht er mit der Kamera, hat's aber in dem Moment halt, du musst halt, wenn du den Blinker setzt, geht die Kamera erst an. Bei meinem Porsche ist es halt, wenn jemand im toten Winkel ist, zeigt er die ganze Zeit schon so ein oranges Licht an, pass auf. Da ist jemand, den siehst du gerade vielleicht nicht. Sind so Kleinigkeiten, da gewöhnt man sich dran, aber ich glaube, man gewöhnt sich auch eben an so einen Tesla. Danke fürs Zusehen, war eine nette Erfahrung. Danke Jens fürs zur Verfügung stellen von dem Tesla Model S. Und wenn euch interessiert, was ich sonst noch so am Model S für mich überraschend herausgestellt habe oder wo ich ein bisschen immer noch Kritik verbreite, was Tesla angeht, dann guckt mein anderes Video an. Wie gesagt, das ist ein Zweiteiler, einmal der Roadtrip und einmal alles andere zum Model S aus Sicht eines Porsche-Fahrers. Bis dahin, danke und ciao.